So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Raft mit der Lucy. Hi, Lucy. Hallo. Wir sind wieder fleißig auf unserem Bötchen unterwegs. Man sieht, ja, mitten in der Ostsee, wir paddeln hier fröhlich vor uns hin. Ach, da ist Bruce. Hallo, Bruce. Schön, dass du auch da bist. Ach ja, der geliebte Bruce, ne? Bruce ja. 2.0. Ja, stimmt. Es ist ja schon der zweite Bruce. So, stimmt. Die Lucy hatte hier zum Schluss noch fleißig Boden in der zweiten Etage platziert. Ja. Was brauchst du dafür denn? Braucht man die Wände oder braucht man nur... Du hast hier noch so einen Pfosten hingesetzt, ne? Also man kann über die Pfosten machen, man kann aber auch über die Wände machen. Jetzt ist halt natürlich... Kostet das unterschiedlich Ressourcen? Ja. Die Pfosten brauchen zwei Nägel dazu. Die ja. Wände brauchen, soweit ich weiß, nur Planken. Hä? Ja. Okay. Also Frag optisch nicht. Mehr Material, aber billiger. Ja, irgendwie schon so in etwa. Na, auch nicht wirklich. Also er braucht die gleiche Anzahl an Planken. Und dafür aber noch zwei Nägel zusätzlich. Okay. So, unsere Miezekatze ist auch noch da. Das freut mich. Genau. Das ist schon die zweite Palme, die du hier drin hast, oder? Ja. Naja, was heißt Palme? Das ist jetzt eine Mangopflanze. Oder so. Ich muss mal ganz blöd fragen. Du hast ja, glaube ich, gesagt, wir kriegen aus den Sachen, die wir anpflanzen, doppelt Material raus, ne? Das heißt, wir können auf jeden Fall immer jetzt, ohne eine Insel anzusteuern, selber einen neuen Baum pflanzen und haben aber was rausbekommen, oder? Ja, genau, richtig. Also wir bekommen Samen super. Daraus, wir bekommen die Früchte da draus und ja. wir bekommen Planken raus. Ah, Hammer. Wir werden langsam, ja, wie sagt man das, autonom, autark? Was ist denn das richtige Wort dafür? Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen Ahnung. Bald keine Inseln mehr. Richtig. Das heißt, wir sollten jetzt gucken, dass wir also das Floß größer kriegen und bei der nächsten Insel, oh, ich sehe schon wieder diese Haiflosse, ne? Und bei der nächsten Insel vielleicht noch einen Baum rausholen, oder wie? Ja, genau. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von diesen großen Anzuchtern, also Anzuchtset, ich weiß nicht genau, wie ja. man es jetzt nennt. auf jeden Fall brauchen wir mehr davon. Und ja. am besten würde ich sogar sagen, dass wir die dann später auf eine zweite Etage dann drauf machen, damit wir unten halt ein bisschen weiter zubauen können. Ja, da kommen wir jetzt zu meiner nächsten Frage. Wann reißt denn automatisch die nächste Etage ein? Also wenn Bruce hier die Böden weghaut, sind wir oben safe oder bricht dann so ein Boden weg oder bricht der ganze Boden zusammen? Was meinst du? Also wenn, ich kann jetzt mal ein ganz gutes Beispiel nennen, das habe ich nämlich jetzt mal privat ausgetestet. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel, genau hier, wo ich jetzt stehe, wenn jetzt hier ein Dach drüber wäre, Bruce würde jetzt genau unter mir die Platte wegmachen. Ja. Dann wäre auf jeden Fall alles weg, was da über dieser Platte ist. Also im Grunde genommen, alles, was über dieser Platte ist, ist weg. Okay. Oh, ich hab Durst. Dann sind wir ja gar nicht mal so safe. Oh, ich hab Hunger. Ich hab Durst. Eingespielt. So, lass mal kurz gucken, was haben wir noch zu essen überhaupt? Da waren die Früchte drin und hier waren, glaube ich, die Fische, ne? Ja, da sind Fische. So. Wieso? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Stand war vom letzten Mal. Haben wir noch Planken? Also hier brennt noch was und ich konnte... Ach ja, ich habe noch ein paar Planken. Die habe ich dann noch zum Ende wohl der letzten Aufnahmesession gesammelt. Ich habe mich gerade fünfmal gewundert, warum er mir jedes Mal das Wasser wieder rausschüttet. Ich bin noch so in diesem anderen Spiel noch drin gewesen, mit Rechtsklick bewegen und so weiter. Ja, dass ich gerade, Bruce... Oh, scheiße. Dass ich gerade die ganze Zeit irgendwie das Wasser weggeschüttet habe. Toll. Naja, ich brauche Planken, sonst kann ich mir kein Holzspeer herstellen. Oh, ey, der Magen, der knurrt und grummelt. Von hier geht es noch. Es geht. Also ich glaube, ich mache auch gleich mal so eine Trinksession. Denn das nächste, was jetzt gleich kommt, jetzt leuchtet auch der Durst. Wunderbar. Du hast schon getrunken, oder? Ja, du kannst ruhig. Okay. Hast du schon nachgefüllt? Ja. Ein Träumchen. Du kannst jetzt ruhig nehmen. Ich habe nämlich jetzt nochmal hier eben Meerwasser drin. Süßwasser. Oh, Gott sei Dank, wenigstens. Hast du nachgefüllt nochmal, oder soll ich? Nee, ich habe schon. Achso, gut, dann kipp ich es wieder weg. So. Jetzt komm! Das kann nicht wahr sein, ey. Ich sitze hier vorm Essen und verhungere. Also wir sollten jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir erstmal wieder Materialien besorgen. Ich habe noch gar nicht ins Meer geguckt. Ist schon Stuff in Aussicht? Nee, ne? Nee, gar nicht. Und was eigentlich ganz cool wäre, wenn wir ein Bett hätten. Dann könnten wir nämlich die Nacht überspringen. Ach was, okay. Ja. Also ich bräuchte 6 Planken, dann kann ich ein Bett bauen.
Wir brauchen nur ein Bett für zwei Personen. Oder generell für alle Personen, ein Bett. Hier, liegen hier. Dein Fisch ist fertig. Oh, Gott sei Dank. Ich kriege auch jetzt gleich Schaden. Ja. Essen. Oh, das war knapp. Noch einen einzigen Balken gehabt gerade. So, ich muss aber gleich schon wieder. Das ist unglaublich, ey. Das Bett stelle ich mal so nah wie möglich hier an die. Ja, sehr gut. Genau, jetzt. Oh, warte. Nein, ich kann nicht dazu. Es sieht sehr einladend aus, Lucy, aber ich darf nicht dazu. Was? Alle Spieler müssen müssen legen. Warte, jetzt ist gegen's. Kannst du dich auch noch hinlegen? Nee. Ach, shit. Dann brauchen wir zwei Betten. Was kostet das jetzt nochmal? Mein Magen knurrt. Ach so. Das ist furchtbar. Wir müssen echt gucken, dass wir noch mehr zu essen rankriegen. Ja. Ich habe noch zwei Fische bei mir noch auf der Hand. Ich kann hier einen Fisch raufwerfen, ja, wenn er raufpasst. Ja, gerne. Ja, ich pass auf. Ja, nur so ein kleiner, aber er passt drauf. Das wäre noch ganz gut. Also lass uns mal jetzt gleich das zweite Bett bauen. Das ist ganz geil, wenn wir die Nächte überspringen können. Und danach sollten wir mal gucken, dass wir diesen größeren Grill kriegen. Ich habe noch so viel Fisch, na so viel nicht, aber... Naja, ich habe noch so zwei, Fisch vier... Halt. Ja. Genau. Was nicht raufpasst. Was auch mal spannend wäre, passen auf den großen dann zwei kleine parallel drauf? Ich glaube, da passt tatsächlich mal nur ein Fisch drauf. Ach so. Oh, wir sind auch ganz schön dumm irgendwie. Warum machen wir nicht einfach zwei Trinkstellen und zweimal so einen kleinen Grill? Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge sogar schon mal erwähnt, dass wir das doch mal machen. Man könnte sowas ja parallelisieren, dass jeder sein eigenes Trinkplätzchen hat und jeder sein eigenes Essplätzchen. Richtig. Kannst du vielleicht noch einen Fisch rauflegen, weil sonst halte ich mich nicht lange durch. Ja, einen kleinen habe ich noch. Wir müssen schauen, dass wir Bruce nochmal töten, der gibt ordentlich Fleisch. Gibt es noch stärkere Waffen als den Speer? Den verbesserten Speer. Okay, macht Sinn. Den Metallspeer. Der Name braucht, des Programm. Der braucht einen Bolzen. Diese Bolzen immer. Braucht zwei Metallbarren und sechs Planken. Okay. Wo wir nochmal bei den Planken sind. Du hast jetzt bestimmt keine mehr, oder? Fürs Bett oder was? Ja, sechs. Wie viele? Boah, ey, du musst mir richtig aussehen. Wir sind im Weihnachtsland. Hier, da liegen sie. Sechs Stück. Perfekt, dann kann ich nämlich jetzt ein zweites Bett bauen. So, das würde ich aber so... wo baue ich das jetzt hin? Nicht daneben? Nö. So, ich liege. Boah. Ja, zack. Tatsache, Bildschirm mit Schwarz und Sonnenaufgang. Oh, ist das geil. Sehr nice. So, ein schöner Fisch ist auch fertig. Kann ich also auch direkt essen. Stimmt, jetzt habe ich auch wieder Hunger und gleich Durst. So, ich habe schon. Achso. Dann kann ich gleich noch was trinken. Aber was kostet so eine Stelle nochmal, so eine Feuerstelle? Hast du gerade dieses komische Motorgeräusch gehört? Ich dachte, das kommt von mir jetzt, aber das kam von irgendwo in dem Spiel jetzt gerade. Nee. Es kommt definitiv aus dem Spiel. Ich habe gerade tatsächlich nochmal draußen gehört. Das ist ein ganz komisches Brunnen, als ob hier irgendwo so ein Motorboot wäre. Oder sowas, keine Ahnung. Was brauchen wir denn alles für den ich hab schon wieder Hunger. Besseren das ist so Grill? Furchtbar. Metallbarren. Ernsthaft. Ja, deswegen. Also Nägel habe ich. Ich bräuchte sechs Planken und zwei Metallbarren, dann könnte ich den Grill schon bauen. Alles andere habe ich. Wir haben auch keinen Fisch mehr, glaube ich, ne? Mm-mm. Das und ist die große Wels, der ist zu groß und der rohe Lachs ist auch zu groß. Ich habe mir jetzt mal die Rüben genommen oder die Kartoffeln, glaube ich. Oh, da hinten ist Bruce schon wieder. Er lässt uns keine Ruhe. So, ja, besonders, wir bräuchten halt auch mal eine Angel. Sonst sieht es halt echt schlecht aus. Oder halt irgendwie so ein Kochtopf, irgendwas, womit wir wieder Essen zubereiten können. Ja, wir müssen auf jeden Fall schneller werden mit dem Zubereiten, ne? Ja. Wir müssen größere Mengen schneller herstellen können. Wenn ich nur mal wüsste, wie man Metallbarren herbekommt. Ey, sag nicht, wir müssen uns doch irgendwann hier so eine Schmelzöfen und sowas aufs Boot draufhauen. Doch. Echt? Ja, ich denke mal, dass wir dann dort auch die Metallbarren herbekommen. Wenn wir Metall schmelzen, dann eine Metallbarren bekommen und so weiter. Mäh. Mhm. Weil so eine fahrende Stadt hier ist ja unglaublich. So, jetzt mache ich erstmal das da hoch, damit wir erstmal überhaupt irgendwo hinfahren. Ich glaube, wir sind nämlich die ganze Zeit gestanden hier. Okay. Oder stellt's auch in Windrichtung sonst, dass wir erstmal schnell irgendwie wegkommen. Nach da geht der Wind. Cruise ist da.
Ey, es bringt ja fast gar nichts. Jetzt kann ich mir noch eine raufknallen. Oh, ist auch eklig. Ich glaube, jetzt fahren wir schneller. Sieht zumindest so aus. Wieder rein. Musik! Musik ist schon die ganze Zeit da bei mir. Bei mir fängt sie gerade an. Achso, Windrichtung ist aber 90 Grad nach rechts gedreht. Dann stell's einfach nochmal ein. Ja. So, dahin ungefähr müsste es wehen. Wir bräuchten noch eine Feder, dann könnten wir eine Hängematte herstellen. Und was bringt die? Ich weiß, was wir jetzt brauchen. diesen Ziegel hier, den ich jetzt hier hinstelle, und zwar hier hinstelle, ja. Der bleibt jetzt so lange da liegen, bis er trocken ist. Okay. Den brauchen wir. Für die Schmelzofen. Nein, okay. Doch. Ich stelle mal noch einen her. Können wir den nämlich direkt daneben stellen und dann haben wir zwei sogar schon. Oh, ich sehe Stuff. Oh yes. Oh yes. Wir fahren direkt auf Zeug zu. Nice. Oh, und da ist ein Fass. Oh, oh. Ich muss echt mal gucken, was jetzt mehr Sinn macht. Ey, ich glaube, ich muss langsam anfangen, wieder zu fischen. Was sehr viel Sinn macht, sind Planken. Nein, wir sind zu schnell. Wieder rein, hier rein, hör auf. Segel. So, wir sind viel zu schnell. Nöp. Ganze knicken. Aber jetzt fahren wir in die falsche Richtung. Oh Gott, ich hab schon wieder Hunger. Wollt ihr mich? Oh Gott. Es ist einfach echt zu much. Es ist zu much. Was mach ich denn da? Jetzt kannst du so einsammeln. Oh. Komm, komm, komm. Ja. So, jetzt esse ich erstmal diese Kartoffel. Die mir jetzt ein bisschen das Leben retten wird. Sie gibt einfach so unglaublich wenig. Das ja, aber sie rettet mir teilweise das Leben. Unser Freund, die Kartoffel. Ja. Naja, wir haben ja genug davon im Grunde genommen. Wenn wir es jetzt mal so betrachten. Ja. Waren das nicht vorhin 6 Kartoffeln? Wieso fehlen da jetzt 2? Hast du die welche genommen? Ich habe 2 gegessen, ja. Achso. Wir haben ja keinen Fisch mehr. Ich dachte schon so, hä? Genau, 2 habe ich mir gemopst. So. Es ist. Ich weiß nicht, ob man den Bruce-Kopf vielleicht doch irgendwie mal rösten kann oder so. Ach, dammit, ich dachte, ich hab beide mit. Nein. Ach so. Du fährst mit dem Boot weg. Hallo. Drehen. Ach, Mayday. Okay. Ja, Mann, ja, über Bord. Ja, ja. So. Dankeschön. Oh Mann, nee. Irgendwo habe ich gerade eine Planke gesehen. Wo ist die denn jetzt? Oh, jetzt ist sie wieder weg. Mann, da kommt fast rechts. Kriegst du das? Aber ich dürfte. Ich sollte nämlich jetzt nicht nochmal ins Wasser. Nee, das ist viel zu weit weg. Ich krieg nicht mal die eine Planke. Oh, ich hab sie. Boah, ich hab so krass Hunger. Ja, ich auch gleich wieder. Ich hab gleichzeitig krieg ich gleich wieder Durst und Hunger. Ich muss jetzt alle Kartoffeln essen. Also eine werde ich jetzt einpflanzen, aber die anderen Typen muss ich jetzt essen. So, die hab ich auch noch. Eine kann ich noch einpflanzen. Einfach weil. Ach nein, ich hab's halt vergessen. So, ist auch noch eine drin, mal gucken. Ach Mann, das ist doofe Fass hier. Nee. Ich lass uns jetzt mal treiben. Ich glaub, das ist besser. So, was hab ich denn jetzt gern. Oh, ich hab 6 Planken. Irgendwas brauchten wir doch. Ich bräuchte 2 Planken, dann kann ich endlich Bruce wieder töten. Oh, so knapp. Wo bist du denn? Ich krieg nicht mal diese dumme Planke, ja. Na, also. Achso, und da sind auch noch ein paar, genau. Eine bräuchte ich jetzt nur noch. Wir sind aber zu schnell, ich komm nicht an diese Planke ran. Hast du vielleicht noch eine Planke? Ja. Kann ich
endlich wieder ein Holzspeer herstellen, dann ist bloß wieder fällig hier. So, jetzt ernähre ich mich von Rüben. Es ist doch, wir haben nichts mehr zu essen. Nicht alle Rüben, ne? Nee, nee. Pflanz eine Rübe ein. Wo? Ja, hier. Rübe pflanzen. Rübe pflanzen, genau. Brauche ich noch eine, oder? Nee, nee, nur eine reicht. Okay. Weil solange wir immer eine haben, kann ich immer wieder nachfüllen. Das ist ganz gut. Oh Mann, und die Rüben bringen auch so wenig. Ansonsten nimm Mangos. Hier im Lager, in dem kleinen Lager. So. Kann man ja bestimmt auch, kann man die braten oder isst man die so? Die isst du, glaube ich, so. Weil da steht ja mindert Dings und das. Steht auf dem Roh? Nö. Ja. Ach komm schon, bitte mach hin mit dem Wasser. Ich verdurste gleich. Come on. Tja. So, jetzt geht's mir wieder ein bisschen besser. Nicht sehr viel, aber ein bisschen. Oh, liegt so viel Stuff, ne? Aber ist jetzt egal. Ich geh jetzt fischen. Oh, sehr gut. Da kommen Planken ohne Ende an. Das ist so ärgerlich, ey. Aber es bringt ja nichts. Wir verhungern gleich hier. Ja, und ins Wasser kann ich nicht nochmal wegen Bruce. Weil sonst bin ich am Arsch. Auf Deutsch gesagt. Da hinten ist ein Fluss. Tatsache. Das, da würde ich sagen, steuern wir jetzt hin. Eine gute Idee, ja. Weil das ist nämlich direkt in unsere Richtung. Das passt. Perfekt. Und da hinten ist auch noch ein Fluss. Fluss, sag ich schon. Fass. Ja, zwei sogar. Ich versuche mal dahin zu steuern, danach zum Fluss. Ja. Weil mein Haken geht nämlich langsam auch kaputt. Ich habe gerade eine mechanische Schrottente gefischt. So bin ich übrigens auch an die Katze gekommen da unten. Wenn du übrigens irgendwann mal einen Schuh findest, ne? Ja. Nimm auf jeden Fall den Schuh mit. Nein, den kann man nicht essen. Aber du kannst da drin auch anpflanzen. Im Schuh? Ja, im Schuh. Okay. Das mache ich zu Hause auch immer so. Ah. Deswegen müffelt's ab und an hier so, wa? Naja. Die alten stinkenden Latschen noch nehmen, ne? Besten noch nach dem Sport. Lecker. Wo? Nein, oh, ich hab's. Oh, Planke. Nein. Nein! Oh nein! Ach, hör doch auf. Och, Mann. Oh, jetzt wollte ich ganz schnell unter Hektik zum Haken greifen und hab den rohen Fisch roh gegessen. Oh. Ist das ärgerlich. Und da brachte so gut wie gar nichts. So, jetzt steuern wir Richtung Floß an. Die zwei Fässer habe ich nämlich bekommen. Trockenziegel habe ich auch. Eine alte Kunststoffente scheint aus dem Spiel Scrap Mechanic zu stammen. Okay. Oh Gott, ich habe Hunger. Ich muss erst ganz kurz was essen. Kannst du das Floß irgendwie im Auge behalten? Ja, ich angle jetzt auch diesen einen Fisch hier. Los, komm. Zappel rum. Komm. Jetzt. So. Ach ja, wir sind ja schon gleich da. Ja, okay, bin soweit. So, muss auch ein bisschen nachkorrigieren. Da lang. Nee, das war zu viel. Hallo, R. Oh, es ist immer so ätzend, bis das R kommt, dass man steuern kann, ne? So. Oh, da ist sogar ein Tisch drauf, ey. Ich glaub's ja wohl, aber irgendwie... wir steuern weg. Na, ich lenk aber hin. Ist das der Wind? Oh Gott, ich bin da. Sehr gut. So, was haben wir denn jetzt? Oh, Bolzen haben wir. Wir haben Bolzen. Oh mein Gott. So, einen Bolzen haben wir. Einen. Einen. Aber das ist egal. Wir haben Bolzen. So, jetzt stelle ich eben mal die Schmiede her. Ja, so, wir geben weiterhin Gas. Vielleicht kommt da nochmal neuer Stuff. Ich angel nochmal ein bisschen. So, du hast gelernt Schmelze. Sehr schön. Ja. Also Schmelze, Schmiede, wie auch immer. Was? Oh. Insel in Sicht! Oh, jawohl. Sehr gut, da müssen wir hin. Ja. Sofort, weil ich brauche noch Dingszeug. Dingszeug, man kennt es. Hast du noch eine Planke? Ja, warte. Denn ich gehe mal so ein bisschen... Oh, was? Du dummes Fidu. Oh, da kommen Planken. Da kommen Planken auf uns zu. Ja, nice. Ich angel nochmal weiter. Aber hier direkt bei mir. Also wenn du nach vorne kommst, kannst du eine Planke sonst fischen.
Ich glaube, da fahren wir gleich direkt dran vorbei. Los, komm, Fisch, beiß an. Fisch! Ich habe jetzt erstmal Dings Bruce wieder verjagt. Ja! Oh, noch gekriegt. So, weil ich brauche das nämlich für den Wurfanker, damit wir nämlich da mal ganz kurz halten können. Ach ja! Der gute Wurfanker. Oh, wir fahren auch fast direkt drauf zu, ne? Richtig gut. Ich habe mal gerade ein bisschen gedreht, weil wir nämlich sonst voll daran vorbeigefahren wären. Kannst du noch so lenken, dass wir vielleicht mit der oberen Etage dagegen rasen? Ja, oh, das perfekt. Mache ich ja, auch super. Gerade. Muss nur schnell den Anker jetzt hier hinsetzen. Den. Wie schnell? Oh, ich kann den scheiß Anker nicht hinsetzen, was? Oh, war die mich jetzt gerade verarschen? Aha. Und runter. Perfekt. Sehr gut angelegt. Ja. So, ich habe Hunger. Ist irgendwas fertig vielleicht? Nee, warte mal, ich pack dir mal was drauf. Zack. Oh, mein Magen, Alter, wie der knurrt. Aber perfekt, wir kommen direkt auf die Insel drauf. Ja, sehr gut. Oh, ich habe Durst. Oh, das ist echt. Es ist so schlimm, ey. Hunger, Durst, Pipi. Ja, alles. Ehrlich. War noch ein Blatt hier gerade? Komm schon. Werd fertig. So, und da ich aber auch recht Hunger habe, schmeiße ich mir auch mal was rauf. Aber ich trinke gleich nochmal was. Ich mache es jetzt ein bisschen voller. Hast du, glaube ich, auch so mal gemacht, ne? Zwischendurch. Ja, wenn du gleich nochmal was trinkst, dann kann ich nochmal nachfüllen. Ich habe nämlich noch ein bisschen Wasser im Becher. Ja. So, der Fisch hat mich schon mal etwas gerettet. Nicht viel, aber etwas. Genau. Trinkst du schon mal? Fülle ich mich nach. Ja. Das Wasser bräuchte ich dann aber, was jetzt dann ist. Das ist kein Problem. Oh, der scheiß Vogel ist schon wieder. Nein, ja. Hat er was Was soll ich denn da jetzt? Ach, die Ente. Ach, dann komm, ich hab jetzt beides mal geerntet. Drücke oder halte die Taste für sanftes Drehen. Oh, das sanfte Drehen natürlich. So, komm, wir haben doch so einen Ramschladen hier. Zack, so. Unglaublich, ey. Okay, so, dann gehe ich jetzt erstmal wieder Holz hacken. Jo. Ich weiß nicht, was die Blumen bringen. Ich nehme die Blumen mal mit einfach. Damit kannst du Farbe herstellen. Nein, meine Axt ist kaputt. Was brauche ich denn dafür? Ah, ich kann mir wieder eine herstellen. Sehr nice. Ah, da war noch Samen dabei. Zack, perfekt. Was sind das für Samen? Weißer Samen, sehr gut. Was auch immer das ist, aber es ist weiß. Ah, okay, jetzt brauche ich erstmal was zu trinken wieder. Aber wir haben so genial. Ich habe hier so genial angedockt, hey. Ja. Da will ich jetzt echt mal ein dickes, fettes Lob für haben. Dickes Lob! So, Oh, ich hab ja mal wieder Hunger, ey. Ich auch. Ich auch. Mach dir nichts draus. Also, ich hab bis jetzt... Okay, ich muss erstmal ein bisschen Platz hier machen wieder. Weil sonst... Meine Taschen sind nämlich schon wieder voll. So, ich habe mal zwei Fische raufgeschmissen für uns. Wasser hast du schon drinne. Geh ich mal hoch. Ich glaube, noch höher kommen wir nicht. Da sind noch ein paar Blumen. Ich sammle einfach mal hier alles so an Blumen ein. Wir sollten eh auf den Inseln nichts übrig lassen. Alles abfarmen, was geht. Ja. Oh, hier ist noch so ein... Ja, was ist das hier? Mango? Keine Ahnung. So ein Baum mit Frucht dran. Kannst du den wieder rausnehmen? Ja, ich muss das gleich nochmal. Ich muss erstmal Platz haben im Inventar. Ich muss auch gleich noch tauchen und so. Du sagst ja, man kann auf Inseln wirklich gar nichts bauen, ne? Nee, kann man leider nicht. So eine Leiter wäre schon ganz geil, um noch höher zu kommen. Weil da oben ist nämlich auch irgendwas. Ja. Ey, wie hoch kann man die Flosse noch bauen? Sehr hoch wahrscheinlich. Ich überlege gerade echt, ob es Flosse oder Flöße heißt. Also Flöße, oder? Ich habe keine Ahnung. Wie hoch kann man die Flosse bauen? Das hört sich irgendwie voll falsch an. So, ach ja, nochmal Samen. Nee, da waren sie nicht. Da waren sie drin. Zack. Was ist denn das? Schwarze Blume, okay.
Nochmal Samen. Okay, also Mango hat mich jetzt fast bis zur Hälfte aufgefüllt, also 2 Stück. Mhm. Vom Hunger. Das ist schon mal gut, wir sollten Mangobäume pflanzen. Ist ja da gepflanzt. Oh, stell dir mal vor, wir hätten 4 Mangobäume hier oder so. Weil die machen ja beides hoch, ne? Durst und Hunger. Boah, wenn ich nur ein kleines Stück nach rechts gefahren wäre, dann wären wir auf beide Plattformen raufgekommen, ne? Oh nein, wo ist ein Speer da? Aber er ist noch immer nicht tot. Nein. Der nicht. Ich würde direkt mal hier unten tauchen gehen. Wäre nice, wenn du ihn irgendwie. Warte mal, hast du einen rohen Hering und eine rohe Seebrasse? Dann könnte ich nämlich einen Haiköder herstellen. Brauche ich jeweils einmal. Ich habe nur eine rohe Seebrasse. Kannst du mir die schon mal geben? Und eventuell nochmal fischen gehen. Okay, jetzt fehlt mir nur noch der rohe Hering. Den ich wahrscheinlich vorhin sogar noch gegessen habe. Ja, das mag sogar sein. Weil dann könnten wir nämlich Bruce ablenken und ich kann schnell tauchen gehen. Oder rohe wir... Hering. Hab ihn, wo bist du? Hier, hinter dir. Ach da. Das andere hinter dir. So. Dankeschön. Ich würde aber erstmal sagen, wir legen uns erstmal hin, oder? Nee, ich habe beide. Auf beiden Grills liegt einmal Fisch, du kannst ruhig was essen. Ja, aber es geht ja auch um die Nacht. Ach, das hinlegen meinst du? Ja, dann ich liege. Das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Gut, ich auch. Mir muss so, man es aber zweimal sagen. Ja, klar. So, genau, dann würde ich jetzt einmal Heilköder herstellen. Und würde das mal so weit hier hinten hinwerfen. Also du passt wieder auf? Ja, kann ich machen. Wirfst du mal bitte? Hallo? Er wirft nicht! Aber was soll das denn? ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen. Bei mir drehst du dich noch. Kannst du mal bitte abspeichern? Ja. Welt gespeichert. Ja, ich muss mich jetzt wahrscheinlich einmal ganz kurz raus. Ich kann nichts mehr machen in dem Spiel. Jo, dann angel ich eine Zeit. Genau, dann würde ich ganz einfach sagen, das war schon mal für die erste Folge. Eigentlich sind noch ein paar Minuten, aber... Ach so, ja, perfekt.